Das Freilichtmuseum in Glockenhagen bei Ribnitz-Dammgarten. Guten Abend und herzlich willkommen zu Nords Magazin Land und Leute. Hier können Sie traditionelle Landwirtschaft erleben, so wie sie in Zeiten vor der Industrialisierung stattgefunden hat. Ich sitze hier mit Sven Müller auf dem Kutschbock. Wir sind auf dem Weg zum Museumsacker, um ein bisschen zu pflügen, hätte ich fast gesagt. Nein, grubbern wollen wir. So, also ein Grubber ist das. Jawohl. So, und dann mal los, machen Sie mal, wie Sie müssen. Komm, vorwärts, komm. So, Herr Müller, ein Grubber aus den 50er Jahren. Und das zeigen Sie dann hier den Museumsbesuchern, oder wie? Genau, ja, zeigen wir den Besuchern, wie das früher gemacht wurde hier, ne? Ist ja jenseits von GPS und allem Modernen. Wie lange hat man denn früher gebraucht für so einen Hektar? Oh, ich nehme mal an, halben Tag, einen Tag, je nachdem, was für Pferde man hatte. Ne? Ja, und heute 10 Minuten, oder? Ja, heute 10 Minuten, ne? Schafe gibt es hier im Freilichtmuseum Glockenhagen natürlich auch. Die werden demnächst geschoren und die Wolle wird dann weiterverarbeitet. Das versuchen natürlich andere Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auch, also von der Haltung von seltenen Nutztierrassen zu leben. Das ist allerdings nicht immer leicht, wie auch bei Schäferin Ludwig nicht. Für Eva Ludwig und ihre Schafe beginnt mit der Weidesaison die gute Wollezeit. Das ist eigentlich mir der schönste Moment, weil dann ist für mich die Arbeit weniger und es ist einfach zu schön, wenn die Tiere über die Koppeln toben können und grünes Gras haben und wenn sie die Landschaft beleben. Vorher aber muss die alte Wolle runter. Ein Schäferkollege hilft. Wolle normalerweise für Schäfer kein Verdienst. Eva Ludwigs Zuchtgemeinschaft aber setzt neben Fleisch auf die besondere Behaarung seltener Rassen. Die Winterwolle ist wegen der langen Stallhaltung nicht so gut. Mit zunehmender Stallhaltungszeit verschmutzt die Wolle oder verfilzt. Richtig gut wird die Schafswolle aber erst hier draußen, auf der Weide. Eva Ludwig freut sich auch deshalb auf die Saison im Freien. Einfach schön, das sind die Glücksmomente im Leben. Die Schafe sind alle gesund, sauber, ordentlich, wie sich's gehört und haben jetzt hier die schöne Jahreszeit vor sich. Zackelschaf, rauwolliges pommersches Landschaf. Viele ihrer Tiere stehen auf der Liste bedrohter Haustierrassen. Um eine besondere Wolle zu bekommen, kreuzt die Schäferin auch die Rassen. So wie dieses Gotlandschaf aus Zackelschaf und gotländischem Pelzschaf. Das ist von dem Anna-Schaf. Und hier sieht man die schöne weiße Wolle. Und der Regen hält die auch weiß, ja. Also im Stall würde die dann aufgrund des Fetts, des Wollfetts und des Staubs verkleben. Für die Wolle mit den Löckchen bekommt die 47-Jährige bis zu 40 Euro das Kilo. Mittlerweile ist es so, dass diese seltenen Wollen aufgrund eben ihrer Farbe, ihrer Struktur dermaßen beliebt sind bei Handarbeiterinnen, dass ich sie also in ganz Deutschland und hin bis Frankreich, Österreich, Belgien verkaufe. Seit kurzem verarbeitet sie Wolle und Pelze auch selbst, wenn sie dazu kommt. Ja, während wir uns auf das eine Schaf konzentriert haben, das doch jetzt endlich ablammen soll und muss, ist hier ganz unmerklich ein anderes zur Welt gekommen, ein Gotlandschaf. Auch die Wolle dieses Lämmchens wird eine ganz besondere. Im Freilichtmuseum Glockenhagen mäht der Chef noch persönlich. Fried Krüger, bitte aufhören, ich habe sonst Angst um die Füße. Ja, hallo. Herr Krüger, guten Tag. Herr Krüger, Landwirtschaft wie Anno Dunnemals, um es jetzt mal umgangssprachlich zu formulieren, was wollen Sie den Besuchern vermitteln? Naja, zuallererst, wie es früher funktioniert hat. Ne? Viele Leute haben ja heutzutage kein Gefühl mehr, wie es früher ging oder auch kein Wissen. Und deswegen wollen wir zeigen, wie es früher ging. Also speziell so bis in die 20er Jahre. Danach begann ja die Mechanisierung der Landwirtschaft. Und da sehen wir eine Hauptaufgabe drin. Gemäht haben wir, damit das deutsche Sattelschwein was zu fressen hat. Herr Krüger, warum ausgerechnet das deutsche Sattelschwein? Ja, die Sattelschweine sind eine Rasse, die vom Aussterben bedroht ist. Es gibt nur noch 200 Zuchttiere ungefähr in Deutschland. Und wir haben gesagt, dieses Jahr, wir werden uns wieder welche anschaffen, haben die auch aus Sachsen-Anhalt geholt, sind dem Züchterverband beigetreten und werden die Sauen auch belegen und dann im Frühjahr kleine, süße
Schweine haben. Herr Krüger, dieses Museum, wie kann ich Ihnen noch was geben, damit das... Ach so, ja, damit der Kastrat um die Ecke. Der Kastrat um die Ecke. Und der Kastrat wird, habe ich gerade erfahren, im Herbst auch um die Ecke gebracht. Wie schmecken die denn eigentlich? Also der Unterschied zu normalem Schweinefleisch ist, dass das Fleisch relativ fettdurchzogen ist. Das war auch der Grund, warum irgendwann nach dem Krieg diese Rasse nicht mehr gefragt war. Alle wollten ja mager, schlank und schick. Aber heutzutage gibt es schon wieder Leute, die das sehr zu schätzen wissen, weil, wie gesagt, dieses Fleisch recht fettdurchzogen ist und dadurch saftig bleibt und echt richtig gut schmeckt. Hier ist gerade die sprichwörtliche gefräßige Stille. Herr Krüger, wie geht das eigentlich mit der Finanzierbarkeit eines solchen Museums? Das ist eine sehr, sagen wir mal, anspruchsvolle Geschichte. Wir schaffen das, weil die Stadt Ribnitz uns ganz, ganz kräftig unter die Arme greift. Sehr bemerkenswert, weil ja die Stadt Ribnitz nur etwa 20.000 Einwohner hat und echt viel für Kultur und dieses Museum ausgibt. Und den anderen Teil erwirtschaften wir uns selbst durch Zuschauereinnahmen. Landwirtschaft, so wie sie früher einmal war. Dazu gehören sämtliche Gewerke vom Fischteich bis zum traditionellen Brotbacken. Hier können Sie fast alles erleben. Und im Moment erlebt das auch eine Kindergartengruppe aus Rostock. So, der Bäcker ist Thomas Müller. Herr Müller, warum backen mit Kindern? Warum hier? Ja, weil auf dem Museumshof, ich sag mal, ist das was ganz Besonderes, ne? Wenn man mit Kindern arbeitet und unter Sonnenbedingungen hier, das kennen die ja gar nicht mehr. Und da haben wir uns gedacht, lassen wir mal zum Gewölbeofen backen, laden wir uns mal in den Kindergarten ein. Die haben uns angerufen, die haben uns hier schon gesehen und nun backen wir hier mit Kindern. Wie backen Sie denn eigentlich in der Backstube, so im sonstigen Betrieb? Ja, wir haben bei uns ja richtige Steinbacköfen, die mit Gas betrieben werden, mit Erdgas, gibt auch mit Strom. Aber bei uns werden die mit Erdgas getrieben und da können Sie natürlich auch viel mehr Menge backen. Und hier müssen Sie jetzt mit Holzentag vorher anheizen? Also hier wird 24 Stunden vorher angeheizt, dann nehmen wir eine halbe Stunde vor die Glut direkt vom Stein runter. Dann wird er mit so einem Reisigbesen, wird er dann ausgeschleudert, der Ofen. Und dann wird mit Mehl, einfach Mehl reinschmeißen. Und dann testet man, wenn verbrennt das Mehl. Die Kinder machen das Brot kaputt. Das ist nicht so schlimm, dass die Kinder das Brot kaputt machen. So, passt mal auf, Kinder. Guck, das ist das, wenn man nicht zuhört. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das ein Brot werden soll, ist das sehr schwierig. Ja? Ne? Guck, weil du musst ja immer sehen, das ist ja kein Spielzeug. Ne? Du willst ja nachher mit Mutti und Vati auch Brot essen, oder? Guck, und jetzt machen wir das wieder so zurück und drücken einfach nur mit den Handballen einfach so rauf. Sag mal, kann ich dich mal ganz kurz fragen, was machst du jetzt gerade? Mathis kriegt auch sowas, Mathis. Was wird das? Eine Schlange. Wie eine Brotschlange? Ja. Kannst du mir mal bitte geben, womit das was gemacht hat? Was machst du gerade? Mein Name macht der Mann gerade. Was macht er? Der macht meinen Buchstaben. Ach, ein Buchstaben. Und den willst du dann auch backen? Ja. Mhm. Wie viel Spaß macht dir das jetzt hier gerade? Ganz viel. Und warum? Weil es so schön ist. Ah, okay. So, das Brot der Kinder ist jetzt im Backofen. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Zeit für mich, mich mal im Tante-Emma-Laden hier auf dem Gelände des Freilichtmuseums umzusehen. Und Zeit für Sie, für die Nachrichten und das Wetter aus dem Landesfunkhaus in Schwerin. Einen schönen guten Abend. Der Schweriner Landtag hat dem Doppelhaushalt für 2012 und 2013 zugestimmt. Das Paket wurde mit Stimmenmehrheit der Regierungskoalition beschlossen. Danach macht Mecklenburg-Vorpommern auch in den kommenden zwei Jahren keine neuen Schulden. In der Debatte verteidigte Ministerpräsident Sellering den Sparkurs des Landes. Forderungen der Opposition nach Mehrausgaben, etwa für Kommunen und Schulen, wies er entschieden zurück. Linke Fraktionschef Holter übte scharfe Kritik an der Koalition. In den Etatberatungen habe bei SPD und CDU große Lustlosigkeit geherrscht. Vorschläge der Opposition seien abgelehnt worden. Für den Doppelhaushalt sind Gesamtausgaben von insgesamt 14 Milliarden Euro geplant. Die Ausgaben werden in den beiden Jahren um 23 Millionen Euro höher ausfallen als von der SPD-CDU-Regierung ursprünglich geplant. Dieses Geld kommt unter anderem dem Schweriner Theater, der Forschung, den Studentenwerken und dem Sportbund zugute. Mehr zu diesem Thema sehen Sie um 19.30 Uhr im Nordmagazin. Das Trinkwasser in Mecklenburg-Vorpommern hat nach Angaben von Umweltminister Backhaus eine sehr gute Qualität und steht dem im Handel erhältlichen Mineralwasser in nichts nach. Er wies Vorwürfe der Grünen zurück, das Land widme dem Gewässerschutz zu wenig Aufmerksamkeit. Die Grünen schlugen hingegen Alarm, sie hatten dazu im Landtag eine Aktuelle Stunde beantragt.
Wir wollen keine Ängste schüren. Das Trinkwasser ist in der Tat völlig in Ordnung. Aber 85% des Trinkwassers werden aus Grundwasser in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Da muss immer mehr Aufwand betrieben werden, um das aufzubereiten. Darauf wollten wir aufmerksam machen. Auch im Falle einer Rettung der angeschlagenen P&S-Werften in Stralsund und Wismar könnten Arbeitsplätze abgebaut werden. Grund seien Vorgaben der EU, sagte ein Regierungssprecher dem Nordmagazin. Die P&S-Werften bekommen vom Land ein Überbrückungsdarlehen von 152 Millionen Euro. Doch sie müssen auch selbst sogenannte Ausgleichsmaßnahmen vornehmen, um den Wettbewerb nicht zu verzerren. Das könnte auch bedeuten, dass einige der 1.750 Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Das sei aber noch nicht entschieden, heißt es von Seiten der Landesregierung. Die IG Metall schließt das aber aus, weil die Auftragsbücher voll seien. Ministerpräsident Sellering sagte heute erneut, die Landesregierung wolle beide Werftstandorte erhalten. Der inhaftierte Moderator eines Privatradios, Markus Japke, hat nach Informationen des NDR Nordmagazins einen weiteren Verteidiger verloren. Nach Strafverteidiger Johann Schwenn wird nun auch Rechtsanwalt Peter Michael Diestel den Beschuldigten nicht mehr vertreten. Japke wird verdächtigt, eine 12-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Unterdessen hat der noch verbliebene Anwalt, Pflichtverteidiger Wendorf, Beschwerde gegen den Haftbefehl eingelegt. Die für Rinder, Schafe und Ziegen gefährliche Schmallenberg-Krankheit hat ihren Höhepunkt überschritten. Innerhalb der vergangenen Woche haben in Deutschland lediglich 24 Betriebe erkrankte Tiere gemeldet, so eine Sprecherin des Friedrich-Löffler-Instituts. Der Rückgang hänge mit dem Ende der Lamm- und Abkalbezeit zusammen. Seit dem ersten Nachweis im November wurden in 1710 deutschen Ställen Infektionen nachgewiesen. Und das waren die Nachrichten, hier noch die Wetteraussichten. Das Land war heute wettermäßig gewissermaßen zweigeteilt. Eine einigermaßen freundliche Nordwesthälfte stand einer regnerischen Südosthälfte gegenüber. Und es gibt heute Nacht weiterhin diese Zweiteilung. Das heißt vor allem von Ludwigslust-Parchim über die Seenplatte bis rüber Richtung Vorpommern-Greifswald. Da wird es aus dichten Wolken noch zeitweise regnen. Aber der Regen lässt im Laufe der Nacht nach und die Wolken ziehen sich allmählich von der Ostsee südwärts ins Binnenland zurück. Das heißt, gegen morgen klart es an der Küste vor allem von Vorpommern schon vielerorts auf. Die Temperatur sinkt nicht sehr weit ab. Es bleibt verhältnismäßig lau mit Tiefstwerten von 13 oder 14 Grad. Morgen wird es vor allem in Vorpommern und dort besonders an der Küste sehr sonnig sein. Da kann man ruhig einen Strandtag mit einplanen. Und die Sonne setzt sich auch an der Mecklenburger Bucht durch und nach auch im Binnenland. Später schieben sich erneut von der Elbe her dichtere Wolken in die Grise Gegend. Aber es bleibt überall trocken und die Temperatur steigt bis zum Nachmittag auf Höchstwerte von meist so 21 bis 23 Grad. An Küstenabschnitten mit Seewind gibt es maximal 19 Grad. Der Wind ist morgen einigermaßen kräftig, erreicht an der See die Stärke 4 bis 5 aus Nordost. Da braucht man schon den Strandkorb oder den Windschutz. Im Binnenland auch Stärke 3 bis 4. Auch dort weht er aus Richtungen um Nordost bis teilweise Ost. Die nächsten Tage. Am Freitag geht es wolkenreich und mit Regen los. Der Regen wird aber morgen schon über Vorpommern abziehen. Danach wird es freundlicher. Am Sonnabend gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken und ganz selten mal vielleicht ein Schauer. Am Sonntag werden die Schauer häufiger. Die Temperatur wird sich bis dahin aber nur wenig ändern. Willkommen zurück bei Land und Leute aus dem Freilichtmuseum in Glockenhagen bei Ribnitz-Dammgarten. Die Kinder holen jetzt die von Ihnen vorhin fertig gemachten und eben gebackenen Brote aus dem Ofen. Und noch ist es ein bisschen schwierig, das zuzuordnen, weil man natürlich in diesem großen Ofen nicht sehen kann, welches Brot man da jetzt rausholt. Es ist ja sozusagen ein großes schwarzes Loch. Aber die Kinder sollen natürlich gleich noch kosten. So, wir haben das Brot jetzt zugeordnet. Und zwar ist das Dienstbrot. So, Dino, koste mal. Guck mal, riech mal erstmal. Riecht das gut? Warte mal, ich werde dir mal ein kleines Stück abschneiden. So, Dino kriegt noch eine kleine Ecke abgeschnitten. So, das war jetzt anderthalb Stunden im Ofen. Und erzähl. Lecker. Ganz einfach lecker? Noch irgendwas Spezielles? Ist klar. Kurze Antwort. Damit ist Land und Leute für heute auch schon wieder zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr, sehr schönen Abend. Vielleicht besuchen Sie das Freilichtmuseum in Glockenhagen selbst einmal. Um 19.30 Uhr warten wie gewohnt die Kollegen vom Nordmagazin auf Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Die lässt mich auch mal abbeißen? So. Dankeschön.